Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Stacking, bei der ich die Spezialfähigkeit von Rosie gar nicht gesehen habe, nämlich Damentor deaktivieren. Ist es etwa das hier? Okay. Dann ist die Verführertante, die hatten wir ja schon mal. Ah, das können wir auch aufmachen. Okay. In dich würde ich auch gern reinhüpfen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber dieser Bereich ist nur für Damen. Die können wir auch schön messen. Gerti! Gilt die hier eigentlich? Die Witwereinheit. Die gilt tatsächlich nochmal als einmalige Figur. Aber was anderes sehe ich hier gerade nicht. Lass mich mal durch, bitte. Ich habe das Gefühl, die läuft unglaublich langsam. Ah, hier oben ist so ein nächster Typ. Das heißt, wir müssen in den hier steigen. Und tröten. Da wissen wir zumindest schon mal, wo die nächste Figur ist, in die wir dann reinhüpfen können. Ach, von hier kommen wir. Okay. Gehen wir nochmal runter. Meine Familie wird mich retten, das weiß ich. Meine Rüstung schützt mich vor allen Angriffen. Kitzelt die Tiberius den Schrecklichen? Kitzeln? Der kann verschmutzen. Aber halt, was macht die hier? Kohleabdruck. Nee. Na, geh mal weg, Mutti. Kitzeln. Ah, vielleicht die oben mit diesem Staubwedelding. Hier geht's auch noch drin. Pianobar. Okay, dahin müssen wir dann vorsichtig sein. Dort ist wieder so ein Aufpassertyp. Aber ich würde sagen, wir holen erstmal oben so eine Tante mit so einem Staubwedel. So, der geht schneller. Nein, dich wollen wir nicht. Hier ist eine Tante. So. Wo war er? Da. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ach, Charlie, du bist ja so klug. Papa wäre stolz auf dich. Du warst schon immer der Netteste, Agatha. Die Netteste, oh Gott. Ich habe die Wache sagen hören, dass wir auf dem Weg zur Küstenplattform des Barons sind. Das stimmt, Archie. Archie versucht zum Maschinenraum zu kommen und den Zug anzuhalten. Keine Sorge, Charlie. Wir halten den Zug auf. Such du den Rest der Familie. So. Gekitzelt haben wir den jungen Mann ja jetzt. Müssen wir hier rein irgendwie? Nee, müssen wir nicht. Dort haben wir ja gerade was befreit. Guck mal hier. So. Wieso sind denn die Herren eigentlich hier unten? Vielleicht finden wir den letzten hier in der Pianobar. Nee, du bist zu groß. Na, beruhigt euch mal, Ladies. So, die anderen beiden sind bestimmt höher. Zumindest waren sie erst in diesem, genau, in diesem Raum. Der pennt wieder. So, dich will ich. War hier nicht noch einer? Ja, ich bin, glaube ich, zu
da hinten. Sergej oder so gekommen? Heißt du so? Wolfgang? Nein, hier nicht. Hier hinten ist doch der nächste bestimmt, oder? Yeah! Ach, Pianistenset. Jetzt macht das natürlich Sinn, warum wir zu einem Pianoraum gehen müssen. Dann war das natürlich nicht sehr geil, wenn man das Wolfgang Amadeus Mozart. Franz. Oh Gott, jetzt kommen meine unglaublich schlechten Kenntnisse in Musik wieder. Entschuldigung, oder hast du meine Pianistenkollegen gesehen? Tut mir leid, diese Tür ist verschlossen, bis der Strom wieder da ist. Pause! Bringe alle Pianisten des Sets zum Piano und stecke sie ineinander, um die Bahn in Betrieb zu nehmen und weiterzukommen. Ich würde sagen, das Rätsel haben wir sozusagen fast gelöst. Wo ist denn der Große? Da hinten. Meine Herren, es wird Zeit. So komponieren übrigens berühmte Pianisten immer ihre Stücke. Wir sind vollkommen im Takt, der Strom ist wieder da. Leute, genießt die Show. Oder Fahrt. Okay, die gehen ganz schön ab da oben. Ich suche mir bloß zur Sicherheit jemanden, in den ich reinkrabbeln kann. Du. Geld servieren? Okay. Ich meine, Kunstbanause sein, aber ich finde, dass das Stück sich gerade nicht so scharf anhört. So, komm du mal hier. Und du? Ich habe hier hinten nämlich eine Riesenfigur gesehen. Und in die möchte ich rein. Stechuhr? Ah, so riesig war die gar nicht. In die Mutti wollte ich, aber... Okay. Ist auch so ein Stechertyp. Keine besondere Figur. Von hier hinten kommen wir ja erst. Genau. Was müssen wir denn hier machen? Entzünden? Wer bist du? Öl verschütten. Nee, warte mal, die müssen wir bestimmt kombinieren. Entzünden und Öl verschütten ist ja schon sehr... Haben wir denn hier irgendwo einen Bösewicht? Leuchtest du? Du leuchtest. Huch! Kannst du einem Mädchen mal helfen? Du kannst sagen, es war weg. Ich will in den hier rein. Moment. Meriwether Malador. So, hier rein. Hier rein. Ich denke, wir müssen den entzünden. Und dann Öl verschütten. So, nochmal entzünden. Können wir den gar nicht entzünden? Okay. Oder ich habe es falsch gemacht. Können wir das entzünden?
Nee, das auch nicht. Reden wir mal mit ihm. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass du diesen Wagen nicht betrittst. Durch Kamin auch nicht. So. Nee, das hat keine Wirkung. Was haben wir hier? Einen kleinen Kessel. Sprich noch mal mit uns. Du magst keine Dunkelheit, ich mag das Licht nicht. Es ist das Beste für uns beide, wenn du einfach weggehst. Dann sind wir mit dem Leuchten gar nicht mal so übel dran, aber. Waren die Kerzen erst schon an oder war ich das? Sind hier noch mehr Kerzen? Kann ich das hier entzünden? Kann ich das hier irgendwie mit Öl? Ja, er reagiert ja auch gar nicht drauf. Das muss ich schon an irgendeiner Figur machen. Kann ich dich anbrennen? So. So. So, hier rein und dich entzünden. Irgendwas mit Licht. War nicht irgendeiner, der auch Kohle verschüttet? Was machst du? Verschmutzen. Einen Ölverschütter haben wir hier. Ich glaube, die Soundbugs liegen hier an dem Klavierdingens. Denn jetzt, da ich wieder hier bin, sind sie wieder da. Der macht hier nur Geräusche. Ich bin mal überfragt. Vielleicht müssen wir doch erstmal wieder hier hochgehen. Gasraum. Und hier irgendwas machen. Komm doch noch mal her. Irgendwas muss ich bestimmt mit euch beiden machen und weiß einfach nur noch nicht was. Zündflamme. Ich kann die Zündflamme erst anzünden, wenn das Gas aufgedreht ist. Das Gas aufgedreht ist? Gas da unten? Brauche ich jetzt irgendjemand? Oh, Vorsicht. Irgendjemand, der da drauf drücken kann. Oh, halt, Wartungstyp. Hanika Jesper, kannst du das hier warten? Sehr gut. So, jetzt wieder in dich rein. Und entzünden. Es brennt, es brennt. Abby. Wann lernen diese Kerle endlich, dass man einen Blackmore nicht aufhalten kann?
Archie versucht, den Zug anzuhalten, Abby. Ich wette, er könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich kümmere mich darum, kleiner Bruder. Ich bin es leid, dass der Baron uns herumschubst. Juhu! Beleuchte den Schatten, General. Super. Da haben wir das schon mal gelöst. Ich kriege mal lieber wieder in jemanden hinein. Bevor einer der Unholde kommt. Hier oben geht es ja nicht weiter. Oder hat sich hier oben eine weitere Tür aufgetan? Nee. Oben vielleicht. Aber ich würde sagen, liebe Leute, das prüfen wir jetzt nicht mehr nach, sondern in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Stacking. Bis dann. Tschüss.